Good morning, this is Women X, we don't want to die in hospital. Guten Morgen, Frauen und Eisprung, wir wollen nicht im Krankenhaus sterben. Bonjour, Monsieur, Dames, les femmes et les oeufs, on ne veut pas mourir à l'hôpital. Thema ist Vorsorgevollmacht. Ich werde von einem angeblichen Rechtsanwalt aus Solingen-Gräfrath verklagt. Ich informiere mich über die Themenbereiche Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung. Ich habe dazu das Vorsorgehandbuch der Verbraucherzentrale NRW und ich habe dazu das 3 Euro billigere Buch Patientenverfügung der Verbraucherzentrale NRW und ich bin angekommen auf den Seiten 48, 49 des Teils Vorsorgevollmacht. Und ich lese das Kapitel der Bevollmächtigte. Das Kapitel wird ergänzt durch ein Zitat aus dem Verein für Selbstbestimmung und Betreuung im VDK Hessen. Es gibt das Unterkapitel Rechte und Pflichten des Bevollmächtigten. Es wird ergänzt durch ein Zitat eines Betreuungsrichters. Es gibt ein Verweis auf die Checkliste und dann ist das Ganze auch schon zu Ende. Also, der Bevollmächtigte. Ich lese zuerst die Einführung und dann kommt das Zitat. Der Bevollmächtigte. Ein Bevollmächtigter hat weitreichende Rechte. Sie müssen sich deshalb darüber klar werden, welche Person Ihres Vertrauens Sie für den Fall der Fälle mit Ihren ganz privaten und persönlichen Dingen betrauen möchten. Das kann ein naher Angehöriger sein, aber auch eine gute Freundin oder eine andere Person, zum Beispiel Pfarrer, Anwalt, Ärztin. Klären Sie vorab mit dem Bevollmächtigten, ob dieser bereit ist, die Verantwortung zu übernehmen und später nach Ihren Wünschen zu handeln. Wichtige Punkte für die Ausübung der Vollmacht sollten Sie in der Vereinbarung mit dem Bevollmächtigten im Innenverhältnis schriftlich fixieren. Sinnvoll ist es auch, mit dieser Person alle Einzelheiten zu besprechen und über das Schriftliche hinaus genau zu erklären, welche Wünsche, Werte und Vorstellungen Sie haben und was Ihnen besonders wichtig ist. Nutzen Sie dazu die Fragen ab Seite 84. Ich kann mal gerade nachgucken. Ihre persönlichen Vorstellungen heißt es da. Und da gibt es eine Checkliste. Das sieht gut aus. So. Der oder die Bevollmächtigte muss selbst volljährig und wenigstens beschränkt, besser jedoch voll geschäftsfähig sein. Nur so kann diese Vertrauensperson alle ihr übertragenen Aufgaben wirksam umsetzen. Es ist möglich, mehrere Bevollmächtigte einzusetzen, die einzeln oder gemeinschaftlich bevollmächtigt werden. Achten Sie bei der Formulierung darauf, ob die Bevollmächtigten gemeinsam entscheiden müssen. Dies bedeutet zwar gegenseitige Kontrolle, kann unter Umständen jedoch wichtige Entscheidungen erschweren. Oder ob es mehrere Bevollmächtigte geben soll, die unabhängig voneinander agieren können. Sinnvoll kann es sein, je nach ihrer Fachlichkeit den Bevollmächtigten verschiedene Aufgaben zuzuweisen, zum Beispiel Finanz- und Versicherungsangelegenheiten jemanden zu übertragen, der hier besondere Kenntnisse besitzt. Sinnvoll kann es sein, je nach ihrer Fachlichkeit den Bevollmächtigten verschiedene Aufgaben zuzuweisen, zum Beispiel Finanz- und Versicherungsangelegenheiten
jemanden zu übertragen, der hier besondere Kenntnisse besitzt. Okay, es geht um das Aufteilen von Aufgaben unter verschiedenen Bevollmächtigten. Bei einer solchen gemeinschaftlichen Vertretung sollten Sie ausschließen, dass die Bevollmächtigten wechselseitig ihre jeweiligen Vollmachten widerrufen können. Übrigens, die Details zu den Aufgabenbereichen der Bevollmächtigten legen Sie besser in der Vereinbarung im Innenverhältnis fest, Seite 62 und folgende. Sofern sich nicht ganz eindeutig Aufgaben zuweisen lassen, sollte in der nach außen gültigen Vollmacht alle Bevollmächtigten ohne weitere Einschränkung ihre Befugnisse und Aufgaben genannt werden. Also, das ist wahrscheinlich wichtig. Nochmal, ich würde die Finger von Vollmachten lassen. Ich will nicht, dass so über mich entschieden wird. Sofern sich nicht ganz eindeutig Aufgaben zuweisen lassen, sollten in der nach außen gültigen Vollmacht alle Bevollmächtigten ohne weitere Einschränkung ihrer Befugnisse und Aufgaben genannt werden. Das heißt, man schreibt die Vollmacht einmal und schreibt alle Bevollmächtigten da rein und man schreibt nach außen hin keinen ein, sondern regelt das im Innenverhältnis. Das ist die Empfehlung hier. Habe ich auch noch nie anders gelesen. Es gibt auch im BGB was dazu. Ich habe es noch nicht gelesen. Es interessiert mich auch nicht so sehr, als dass ich da ganz tief einsteigen wollte. Patientenverfügung finde ich interessant und Betreuungsverfügung finde ich auch interessant. Das ist hier nicht meins. Würde ich auch jedem von abraten. So, jetzt kommt das Zitat von Abdullah Arasen. Verein für Selbstbestimmung und Betreuung im VDK Hessen. Sie können auch zwei Personen als Bevollmächtigte einsetzen, zum Beispiel beide Kinder. Dann sollten Sie aber festlegen, wer im Streitfall entscheiden darf, damit sich die Bevollmächtigten nicht gegenseitig blockieren. Der einfachere Weg, Sie setzen ein Kind als Bevollmächtigten ein, das andere als Vertretung. Sie setzen ein Kind als Bevollmächtigten ein, das andere als Vertretung. So. Okay. Ja, spricht für sich. So, jetzt kommt das Unterkapitel Rechte und Pflichten des Bevollmächtigten mit einem weiteren Zitat. Und es wird auf die Checkliste verwiesen. Das ist der Tipp. Und die werde ich auf jeden Fall vorlesen. Hier gibt es auch eine. Die ist ein bisschen anders, habe ich schon gesehen. So. Unterkapitel Rechte und Pflichten des Bevollmächtigten. Anders als ein vom Gericht eingesetzter gesetzlicher Betreuer unterliegt ein Bevollmächtigter keiner regelmäßigen Kontrolle durch offizielle Stellen. Auch Entscheidungen bei schwerwiegenden medizinischen Maßnahmen kann der Bevollmächtigte im Sinne des Betroffenen alleine treffen, sofern er sich mit dem Arzt einig ist. Nur wenn es Unstimmigkeiten zwischen Arzt und Bevollmächtigten gibt oder wenn Dritte die Einschaltung des Betreuungsgerichts einfordern, gibt es eine gerichtliche Kontrolle. Bei starkem Verdacht des Missbrauchs ist es möglich, dass das Betreuungsgericht einen Kontrollbetreuer einsetzt. Verpflichtend ist die richterliche Genehmigung bei Entscheidungen zu freiheitsentziehenden Maßnahmen. Siehe Seite 56 und folgende. Ein Bevollmächtigter muss gegenüber seinem Auftraggeber jederzeit Auskunft über sein Handeln erteilen und auch im Nachhinein Rechenschaft ablegen können. Es ist also eine besondere Dokumentationspflicht zu leisten. In diesem Zusammenhang ist der Bevollmächtigte verpflichtet, alle Unterlagen und Gegenstände, die er in Ausübung seiner Tätigkeit erhält,
aufzubewahren und dem Vollmachtgeber auf Wunsch auszuhändigen. Der Bevollmächtigte ist für sein Handeln haftbar. Kommt er seinen Pflichten nicht nach, hat der Vollmachtgeber Anspruch auf Schadensersatz. Dies gilt übrigens auch für den Fall, dass der Bevollmächtigte aufgrund fehlenden Wissens eine Fehlentscheidung getroffen hat. Bevollmächtigte sollen daher im Zweifelsfall fachkundigen Rat einholen. Um bei eventuellen Streitfällen etwas in der Hand zu haben, sollte der Bevollmächtigte Kopien der wichtigsten Unterlagen machen und sich die Herausgabe quittieren lassen, bevor er Originalunterlagen an Dritte herausgibt. Um den Bevollmächtigten von den sehr weitreichenden Auskunfts- und Rechenschaftspflichten zu entlasten, kann der Vollmachtgeber in der Vereinbarung mit dem Bevollmächtigten auf sein Recht auf Auskunft und Rechenschaft und sogar die Haftung des Bevollmächtigten verzichten. Seite 65 und folgende. Steht da eine gesetzliche Grundlage? Ich glaube nicht, dass das geht. Schon weil sie hier keinen entsprechenden Gesetzestext zeigen. An der Stelle hat der Staat eine Fürsorgepflicht für seine Bürger und solche Klauseln sind einfach grob sittenwidrig. An der Stelle finde ich das Heft schon wieder richtig scheiße. Hier mein dickes Fragezeichen mal. Finger weg von Vollmachten, liebe Jungen und Mädchen aus Höchstheit. Es wird so viel Scheiße dazu erzählt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Auch von der Verbraucherzentrale NRW und auch und gerade von der Verbraucherzentrale NRW, wenn ich das hier schon wieder lese. Dies wäre jedoch ein Freibrief für den Bevollmächtigten. Ein für beide Seiten tragfähigen Kompromiss ist die Umkehr der Beweislast. Umkehr der Beweislast geht auch nicht, ist auch Schwachsinn. Ist im deutschen Rechtssystem auch so nicht vorgesehen an der Stelle. Brauche ich keinen mehr.
Würde ich als Richter auch gegen klagen, wenn die nächste Instanz das dann einkassiert, dass ich sage, das geht nicht und das bis vor das Bundesverwaltungsgericht tragen. Oder das Bundessozialgericht. Die verhandeln auch nach Zivilprozessordnung. Das heißt nicht der Bevollmächtigte, sondern der Vollmachtgeber. Ja. Axel Bauer heißt das Arschloch vom Betreuungsgericht am Amtsgericht Frankfurt-Main. Der hat dafür sogar sein Gesicht hergehalten, dass so eine Scheiße da drin steht. Axel, du bist ein Arschloch. So. Du bringst den ganzen Richterberuf in Verruf. So. Das heißt, nicht der Bevollmächtigte, sondern der Vollmachtgeber muss nachweisen, dass sich der Bevollmächtigte falsch verhalten hat. Sofern das möglich ist, kann sich der Bevollmächtigte auch im Nachhinein vom Vollmachtgeber schriftlich bestätigen lassen, dass er in der vergangenen Zeit alle seine Aufgaben ordnungsgemäß erledigt hat. Was viele Bevollmächtigte nicht wissen, im Todesfall gehen die Rechte des Vollmachtgebers auf seine Erben über. Häufig ist erst dies der Zeitpunkt, an dem es zu Zweifeln an der Rechtmäßigkeit des Handelns des Bevollmächtigten kommt. Bevollmächtigte sollten sich daher nicht auf ein gutes Verhältnis zum Vollmachtgeber verlassen, sondern auch immer eventuelle Ansprüche der Erben im Blick behalten. Umso wichtiger ist es, schon zu Beginn der Tätigkeit als Bevollmächtigter eine Bestandsaufnahme zu machen und über alle wichtigen Entscheidungen Buch zu führen. Das ist diese besondere Dokumentationspflicht. Dies gilt insbesondere für In-sich-Geschäfte, ist schon wieder falsch geschrieben. Und an der Stelle sage ich wieder, mir kommt die Galle hoch. Das Einzige, was man als Bevollmächtigter machen kann, wenn man Geschäfte macht, in die man selber verwickelt ist und von denen man profitiert, ist eine Rechnung schreiben für die eigene Arbeit, die man mit seinem Kopf und mit seinen Händen erledigt hat. Alles andere ist verboten. Insofern es nicht andere Beschlüsse vom Gesetzgeber, es gilt in Deutschland die Gewaltenteilung, gibt, die dem Weiteres erlauben. So, mir kommt wirklich die Galle hoch. Schenkungen halte ich auch für ziemlich gewagt. Man hat eine Fürsorgepflicht gegenüber dem Vollmachtgeber. Und wenn man Sachen verschenkt, dann können die dem nicht mehr nutzen. Ich würde da die Finger von lassen, es ist einfach nur scheiße illegal. So. Sagt einem eigentlich auch der gesunde Menschenverstand. Also dem Arschloch Axel Bauer, Betreuungsrichter am Amtsgericht Frankfurt, sagt das vielleicht nicht der gesunde Menschenverstand. Meiner sagt mir das. Ich reg mich nur noch auf über so eine Scheiße. Am besten suchen Bevollmächtigte bereits am Anfang ihrer Tätigkeit eine Beratungsstelle auf. Noch mehr Rechnungen. Um sich ausführlich über ihre Rechte und Pflichten zu informieren. Dann hat man den falschen Bevollmächtigten. Außerdem sollten Bevollmächtigte darauf achten, dass in der Vereinbarung im Innenverhältnis möglichst konkret beschrieben wird, was sie wie ausführen sollen.
Je weniger Interpretationsspielraum in der Vereinbarung gegeben ist, desto eher sind Vollmachtgeber und Bevollmächtigte auf der sicheren Seite. Ein Bevollmächtigter übernimmt also eine anspruchsvolle Tätigkeit. Dies muss er nicht unentgeltlich tun. In der Vereinbarung im Innenverhältnis können sich Vollmachtgeber und Bevollmächtigter auf eine Entschädigung verständigen. Am einfachsten ist es, sich an der Regelung für gesetzliche Betreuer zu orientieren. Diese erhalten als ehrenamtliche Tätigkeit wahlweise entweder pauschal einen Jahresbetrag von derzeit 399 Euro oder sie können einzelne Aufwendungen, zum Beispiel Fahrtkosten oder Kinderbetreuungskosten, die im Rahmen ihrer Tätigkeit entstanden sind, geltend machen. Ich verweise auf den Paragraphen zur Vereinbarung mit in sich Geschäften. Ich würde meiner Arbeitsleistung Stundensatz zuweisen, Rechnung schreiben und mir die selber bezahlen. Für so wenig Geld würde ich so eine Scheiße gar nicht erst anfangen. So. Ich weiß nicht, wer so einen Dreck schreibt hier. In der Vereinbarung mit dem Bevollmächtigten gibt es jedoch keine Pflicht, sich daran zu halten. Die Aufwandsentschädigung kann daher auch geringer oder höher ausfallen. Geregelt sein sollte auf jeden Fall, wer die Kosten für eine unbedingt empfehlenswerte Haftpflichtversicherung für den Bevollmächtigten übernimmt. Auch Kosten für Fachberatung sollten berücksichtigt werden. Anstelle einer Aufwandsentschädigung ist in vielen Familien auch üblich, den Bevollmächtigten mit einem entsprechenden Erbe zu bedenken. In diesem Fall ist häufig ein Erbvertrag notwendig. An der Stelle kriege ich schon wieder Bauchschmerzen, wenn jemand, der mit gesundheitlichen Fragen betreut wird, dann auch noch erbt. Ich halte das an der Stelle. Man kann auch selbst zum Revolver greifen, anstatt eine Vollsorgevollmacht auszustellen. Mehr sage ich dazu nicht. Übrigens, Bevollmächtigte sind nicht dazu verpflichtet, eine einmal übernommene Vollmacht auf unbegrenzte Zeit zu erfüllen. Eigene Lebensumstände oder eine Steigerung der fachlichen Anforderungen bei der Ausübung der Vollmacht können dazu führen, dass der Bevollmächtigte sich nicht mehr in der Lage sieht, seine Aufgaben auszuüben. Handelt es sich um ein vorübergehendes Problem und ist eine entsprechende Möglichkeit in der Vollmacht vorgesehen, kann der Bevollmächtigte eine Untervollmacht an Dritte erteilen. Für deren Handlung bleibt er gegenüber dem Vollmachtgeber haftbar. Würde ich die Finger dann von lassen als Bevollmächtigter. Der Bevollmächtigte kann seine Aufgaben auch dauerhaft kündigen. Dazu kann er einfach seine Vollmacht zurückgeben, was er sich mit Datum schriftlich bestätigen lassen sollte. Darüber hinaus sollte er seine Vereinbarung mit dem Bevollmächtigten kündigen. Hierfür gilt eine gesetzliche Kündigungsfrist von 4 Wochen zum Monatsende. Dies ist jedoch nur möglich, wenn der Vollmachtgeber diese Kündigung auch zur Kenntnis nehmen und entsprechende Konsequenzen ziehen kann. Häufig ist genau das nicht der Fall. Dann bleibt dem Bevollmächtigten nur der Weg, beim Amtsgericht die Notwendigkeit einer gesetzlichen Betreuung anzuzeigen. Das ist gut. Würde ich so machen. Bis zur Bestellung des Betreuers muss der Bevollmächtigte in der Regel weiter seinen Aufgaben nachgehen. Auf keinen Fall darf der Bevollmächtigte seine Tätigkeiten einfach einstellen und notwendige Dinge
ohne entsprechende Ankündigung nicht erledigen. In diesem Fall wäre er wegen Untätigkeit haftbar. Damit es nicht so weit kommt, erhalten Bevollmächtigte Unterstützung durch Betreuungsvereine und Betreuungsbehörden. Und jetzt kommt das Zitat von einem Betreuungsrichter am Amtsgericht Frankfurt. Wenn Sie nicht vollstes Vertrauen in eine Person haben, sollten Sie ihr besser keine Vorsorgevollmacht ausstellen. Einen guten Bevollmächtigten kennzeichnet absolute Verlässlichkeit. So, ich würde mein Gesicht nicht über so einen Text pinnen lassen. Ich hätte da was gegen. Ich finde das hier zum Kotzen. So, das war's. Ich höre jetzt hier auf und fahre zum Schreibtisch. Tschüss.